Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Notime MMA. Es ist wirklich etwas Krasses passiert, etwas sehr, sehr Schlimmes. Und zwar wurde bei Christian Eckerlin, dem. Pro MMA-Fighter bei Octagon eingebrochen, Freunde. Dieser ist momentan, ich glaube, mit seiner Familie im Urlaub gewesen, mit seinen Freunden wie zum Beispiel dem Fußballspieler Marius Wolf. Und jetzt hat er eine Instagram-Story gepostet gehabt. Erstens hat er gesagt, dass bei ihm eingebrochen wurde, dass viele Dinge entwendet wurden, wie beispielsweise seine Uhren, Taschen, Schmuck von seiner Frau und vieles, vieles mehr. Und auf der anderen Seite wurde ebenfalls viel verwüstet bei ihm zu Hause. Er ist wirklich extrem, extrem sauer und hat hier sogar eine E-Mail eingefügt in seiner Instagram Story, wo er gesagt hat, ja, wenn ihr Tipps habt, schreibt es mir, sendet mir Nachrichten, die Leute, die mir sehr sinnvolle Tipps geben können für diesen Raub, ja, für diesen, für diesen Einbruch. Die kriegen ordentliche Belohnung, sagt er hier. Also, wenn ihr irgendwas wisst oder da in Verbindung möglicherweise steht, könnt ihr euch gerne auch bei Christian Eckerlin melden. Guckt euch gerne mal kurz sein äh, kleines Statement an. Ich blende euch auch die Sachen ein, die hier entwendet wurden. Wenn ihr die in naher Zukunft irgendwo seht, dass die vielleicht verkauft werden oder sonst irgendwas, gilt das ja auch durchaus als Tipp. Da kann man dann wahrscheinlich auf den Täter zurückkommen, das kann zurückgeführt werden auf den, der das halt entwendet hat, Freunde. Es gibt auch sogar Videoaufnahmen von den Tätern, die hat Christian Eckerlin mit seiner Kamera. Freunde, jetzt komme ich mit einer weniger guten Nachricht. Bei mir wurde Heiligabend eingebrochen. Viele Wertsachen, viel Schmuck, äh, Taschen, Klamotten, alles entwendet worden. Äh, das komplette Haus verwüstet. Ich will es kurz halten, weil ich werde auf jeden Fall noch ein Video drüber drehen auf meinem YouTube-Kanal. <laughs> Jeder, der einen Hinweis geben kann, wird auf jeden Fall... Fett belohnt, das äh, garantiere ich euch. Und äh, ja, somit haltet die Augen offen. Was äh, einfach nur absolut krass ist. Und er sagt ja auch, dass die teure Sachen anhatten. Denen geht es anscheinend gut, diesen Leuten, die halt eingebrochen sind. Äh, ja, was hatten die an Stone Island, glaube ich? Und ja, da hat Christian Eckelin halt natürlich mehrere Videos gemacht, sagte auch, dass er in seiner Ankündigung selber nochmal ein YouTube-Video machen will zu diesem gesamten Thema. Ich bin sehr gespannt, was man da ja, von ihm hören wird, ob er vielleicht da nochmal weiter ins Detail geht, als dass er das jetzt auf Instagram getan hat. Ihr habt es jetzt hier zuerst gehört, Freunde. Da müsst ihr mir unbedingt mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Glaubt ihr, die Sachen werden wieder zurückkommen? Glaubt ihr, das Ganze wird geregelt? Ich hoffe es auf jeden Fall sehr für Christian und seine Familie. Ansonsten ja, frohes Neues an alle. Bis zum nächsten Mal hier bei Notheim in May